Willkommen zurück zu Skyrim. Ich bin euer Firobo. Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal eine coole Gang hier. Und ja, wir begeben uns jetzt auf den Weg und töten den Anführer der Drachenschanze. Ist das Drachenschanze? Drudachschanze. Ups, Entschuldigung. Da habe ich einfach mal eben so. Ich habe da auch noch eine Quest, stimmt ja. Da irgendwo auch noch was? Sehe ich das von hier aus? Könnte das das da sein? Ich weiß nicht. Egal, ja. Ach ja, stimmt, der lag ja der komische Elch. Ich habe schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt, Skyrim, deswegen wusste ich das nicht mehr. Okay, ich muss wahrscheinlich hinter dem Berg, genau liegt das. Könnte mir wahrscheinlich nicht folgen, oder? Ich weiß nicht. Soll irgendwo der Eingang sein? Hier unten wahrscheinlich. Ich ziehe mal mein Schwert. Na, guck mal, wer da hockt. Steht. Vulkanglasbogen. Wer ist nicht gestorben? Der ist schon mal tot. Hätte ich den jetzt getroffen, wäre ich ein Gott. Habe ich ihn getroffen? Nein. Okay. Der läuft da hinten rum. Ach, der jagt die Ziege. Okay. Und Sophia. Cool, hat sich jetzt ernsthaft in ihn ran oder was? Was macht sie da? Jetzt kämpft sie gegen ihn oder was? Ach ne, ihr jagt die Ziege, okay. Aber wo läuft Sophia hin? Ich hätte, ich könnte von hier aus besser die Ziege treffen als der. Der KI hier nieder. Jetzt wird auch noch vom Bären gegriffen oder was? Okay, dann haben sie vielleicht nicht getroffen. Oh. Der läuft weg. Na egal, lassen wir ihn jetzt einfach mal. Ja, unser Schleichen verbessert sich immerhin. Ach ja, der lag ja hier vorne, der Typ. Ich würde gerade sagen, wo war der jetzt nochmal? So, haben wir denn alle Leute da? Sophia ist da. Wo ist der Heini jetzt? Jetzt sieht er mich plötzlich. Okay, interessant. Gut. Dann kann ich auch aufstehen. Und Ciri haut hier in die Fresse. Der hat selbst vorsichtig gesagt, wo ist jetzt hin? Hier sind Bären fallen, vorsichtig. Oder wollte mich einfach nur, wann habe ich den jetzt weggeschleudert oder was? Was ist mit dem Bär passiert? Fragen über Fragen, die ich mir jetzt stelle, aber will ich darauf eine Antwort kriegen? Ich glaube ja irgendwie nicht. Der Bär ist schon mal nicht hier irgendwo. Der Bär ist auch jetzt irgendwie verschwunden, ne? Ach, da liegt er. Der ist. Hat aber lange gedauert, das Geräusch. Ich das Geräusch nochmal ganz nicht lustig. So, okay, haben wir hier irgendwie was? Die haben ein paar Blümchen hier im Zelt. Wow. Nein, nein, wir müssen da jemanden hier töten. Das machen wir eben schnell. Nehmen wir vorne ein paar Blümchen hier mit. Obwohl wir es eigentlich brauchen, wir haben ja eh genug. Aber egal. So, ich werde mich jetzt an die Leute ranschleichen, die dann mit dem Schwert hitten, weil der Bogen ist mir zu schwach. So. Meins. Einfach mal abbauen. Einfach mal ganz gechillt in der Gegnerbasis anfangen, Erz abzubauen. So macht man das heutzutage in Skyrim.
Klopf, klopf, klopf. Jetzt überlege ich, gehe ich auf die Dieter-Rüstung oder ziehe ich die Drachenrüstung an? Ich sollte auf jeden Fall die Drachenrüstung anziehen, die verbessern. Ich habe ja jetzt vielleicht genug Material. Okay, die haben hier so einen komischen Baum. Okay, das ist eine riesige Basis scheinbar. Aber es sieht cool aus hier, muss ich gestehen. Das ist eine Ziege. Gut, sieh ich mal. Oh. Die hat nichts um so ein Vulkanglasschwert. Hier drüben. Hä? Die kann schaden. Okay, Hilfe. Meins. Ja, ihr habt nichts mehr zu essen. Ihr werdet verhungern. Was ist denn die mit dem los? Achso, das war Yennefer. Höhlenforscher habe ich gerade freigeschalten. Okay. Oh, wenn man schon den Anführer besiegt. Okay, das war's jetzt dort. Oh. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ach ja, jetzt hat sie wieder den einen dabei. Oh. Eine dicke Truhe. Nehmen alles mit. Hm, lecker, lecker. Fleisch. Kriegt auch noch eine arme Seele. Hm. Lecker Fleisch. Was haben wir hier? Ein Buch. Ein Cybertrank. Stöhnen einen alten perversen Typen da. Weiß ich gerade hier noch irgendwo einen Bär zu hören? Sieht irgendwie cool aus. Hm, das ist nur Wein. Da ist auch nichts drin. Hier ist was drin. Ein Zaubertrank. Gott, nehmen wir Schwell. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Quecksilber. Ja, Quecksilber. Nice. Quecksilber mag ich doch so gern, auch wenn ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Klopf, klopf, klopf auf dem Stein. Ja, immer weiter, klopf auf dem Stein. Aber wir sind im Felsen, im Felsen. Guckt euch das an. Wir haben keinen Kopf mehr. Klopf, klopf, klopf. Haben wir es jetzt bald? Ja, wir haben es. So. Stopp, Ziege. Tut mir leid, aber ich bräuchte, mochte deinen Krams. So, wo ist denn jetzt dein komischer Gefolgetyp hin? Ich will seinen Müll einsammeln. Da. Okay. Oh, wir haben ein Rezept bekommen, ist doch cool. Aber gut, Waffen. Brauchen wir nicht. Oh, das behalten wir. Eisenhölzer brauchen wir nicht. Eisenschwert brauchen wir auch nicht. Elfenkriegerachs kann auch weg. Langbogen kann weg. Hockischer Dolch kann weg. Spitzhacke kann weg. Stahlachs kann weg. So, was haben wir noch so hier? Die ganzen Kram tun wir auch mal weg jetzt hier. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das behalten wir. Oh, Sturmmantel-Offizier-Ding, ja, das behalten wir auch auf jeden Fall. Ein verzauberter Schild, ist auch schön. So, guck mal eben hier, habe ich doch irgendwie Müll dabei. Nee, sieht nichts aus. Okay, so, sind wir erleichtert. Also, ich dachte ja, das wäre eine Kiste. Sophia, geh weg. Du störst mich. Vielleicht hier nämlich noch was versteckt. Okay, wir können ein bisschen Moos einsammeln. Wow. Okay, ein bisschen viel. Bitte, warum hängt die so viel Moos? Diese Lache, Hilfe. Hm, das scheint es gewesen zu sein. Okay, gut, dann gehen wir raus. Ciao, Welt. Und hallo, neue Welt. So, haben wir jetzt hier in der Gegend alles gemacht.
Töte-Anführung, okay, müssen noch diesen einen Anführer töten. So, hier haben wir noch was. Dafür müssen wir jetzt hier rüber reisen. Oder wir gehen zurück und reisen nach Drachenbrücke. Wir reisen erstmal jetzt hier hin, so. Wir holen uns jetzt mal unsere Sachen ab, so. Machen wir das einfach so, ganz einfach. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, übrigens ist es jetzt so, dass jetzt als erstes, einen Tag kommt halt Tales of Berseria, am nächsten Tag kommt dann Final Fantasy 15 und dann kommt Skyrim Special Edition. Das mache ich jetzt einfach so, damit ich beide, alle drei Spiele spielen kann, wie ich lustig bin und halt bringen kann. Weil ich hatte jetzt echt bei Final Fantasy schon extrem viel vorproduziert gehabt, da war ich jetzt schon bei über 30 Folgen gewesen. Die ich so jetzt vorproduziert hatte, das waren ungefähr 25 Stunden circa, hochgeschätzt. So. Ist alles ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst. Wow, 100 Geld haben wir bekommen. Ich grüße euch, Gefährte. Ja, das ist nicht eine Belohnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also 100 Geld, das ist sehr lame. Was gibt's denn? Ich dachte, ihr habt es auf mich abgesehen, so wie da standet gerade Hilfe. Ja, wie gesagt, das mache ich einfach nur, damit ich alle Spiele spielen kann und dann nicht immer unterm Zwang stehe. Gut, ich bin sowieso als kleiner YouTuber nicht unterm Zwang, aber ich habe halt so ein persönliches eigenes Ziel halt, ne? Und dann muss ich halt alles auch schaffen. Was ich denn den anderen Ding abgeben? Ne? Blöd. Ich hatte doch zwei. Ich habe doch noch einen gekillt gehabt hier, oder nicht? Bringe die Vorräte nach Hause, erkunde die Fans, Schleierhülle. Erzähl Sibi von Lil oder lüg Sibi an. Meld dich bei mir an, weißt du, das geht ja nicht. Bringe Schiffsmittel zu. Aber machen wir jetzt erstmal das. Jetzt haben wir das alles noch. Wir haben so viel zu erkunden, zu tun. Na, wir reisen jetzt erstmal nach Drachenbrücke und erkunden uns da das Ding. Eieiei, oh, ich weiß noch, wir haben noch die Bruderschaft und so weiter vor uns. Eieiei. Boah, wir haben noch die ganze Akademie vor uns und wir haben auch noch die Hauptquest vor uns. Aber na gut, die Hauptquest. Wie weiß man, die Hauptquest alleine machen würde, wäre man gerade mal 7 Stunden oder so beschäftigt. So, Drachenbrücke, wie kam ich denn mal hier? Ich mache ja erstmal, dass wir hier an einem Brand vorbeilaufen. I remember. Ja, ich remember. Wird es dunkel? Ja, es wird gerade dunkel, okay. Ach ja, das Schöne ist in Skyrim, es kommen keine Monster, so wie bei Final Fantasy und so weiter, wenn es dunkel wird. Ja, wie die Dunkelheit bei Final Fantasy hast. Oh, hallo Wölfe. Dafür habt ihr aber genug Gefahr noch tagsüber hier. Ach, ich habe mir eine Beere mitgenommen noch, egal. Ich wollte nur mich gegen die Wölfe verteidigen. Die waren böse. So, ist hier ein Bären. Ist hier ein Totenbären. Meins, meins. Meins, meins, meins. Glühwürmchen. Glühwürmchen. Ah, gefangen. Das wird jetzt mich anpulsiert. Nimm mich mit, du kannst während des Kampfes. Oh, das ist ein Drache. Ich glaube, der Drache hat es gerade auf Drachenbrücke abgesehen. Ach, fick dich doch, Drache, auf die Leute zu töten. Dann ist noch ein älterer Drache, glaube ich. Haut er jetzt ab? Na, komm doch her. Hier bin ich. Der geht mir auf den Sack, der Drache. So, jetzt das war der goldene Schuss, dann töte ich ihn. Hab ich ihn ernsthaft getroffen? Sollte, glaube ich, nicht so hier stehen. Ach, wie schön, wie Ciri sich einfach immer an den Rand portet. Und sie dann an Fallschaden stirbt. Schön. Oh, schießt den denn hin?
Oh, 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 sagen sie. Gib mir Drache. Gib mir. Ist da. Hä? Wieso ist er plötzlich da? Okay, er ist plötzlich bei uns gelandet, alles klar. Okay, geh ruhig auf sie. Die sterben ja eh nicht. Ich schau währenddessen Pfeile rein. Oh, Jen macht diesen Ultra-Zauber. Digga, der sieht immer, wie viel Leben der Drache hat. Jeder andere normale Gegner geht dabei down. Na, komm her, Drache. Schön, dass er immer an derselben Stelle landet. Ich hatte echt verschossen. Ach du Scheiße, hat der viel Schaden gerade. Aua, aua, aua. Alter, ich sterbe gerade. Ich brauche, Schnalltrank. Da. Bin ich gerade der Einzige, der noch lebt? Alter, ich habe keinen Bock zu sterben. Was ist das? Stellt die Gesundheit vollständig wieder her. Okay. Cool. Das war ein bisschen Ziegenbein, Pünktchenkeule. Ha! Mein hat ihn getötet. So, drei Drachenschuppen, bisschen Geld, ein paar Pfeile. Ist doch mal 5. Ich hatte gerade Zielskopf verdreht. So, wir holen uns wieder unser Schwert raus. So, zack. Schasselterisch. Ach ja, wir können ja uns ja heilen mit dem Schwert, stimmt ja. Ja, soll ich schon mal tun. So, Drachenseele nehmen wir auf. Drachenseele aufgenommen. Sehr schön. So. Da können wir uns ja jetzt auf den Weg machen. Das Eisenherz, es lacht mich so an. Ich muss es mitnehmen, sorry. Aber es lacht mich einfach so an. Es sagt, nimm mich, bitte nimm mich. Und wir klopfen auf Stein und wir steinen auf Klopfen. Und ich kann aus irgendeinem Grund plötzlich noch weiter im Herz angreifen. Ich habe einfach nur noch zur Seite aus Versehen gedrückt. Das war so eine Reflex von meinem Finger. Interessant. Ah, Texturen ist so schön, aber egal. Wir können ja hier hochgehen. Die Frage ist, ob wir jetzt so hier hochkommen. Schwungt man ja nicht. Na, sieht schlecht aus. Schauen wir mal, wir sind hier. Oh mein Gott, das ist so scheiße, wenn ich so einen Weg erkennen kann, wo man hochgehen soll. Eigentlich müsste es ja einen Weg geben. Wir laufen hier lang. Wahrscheinlich ist hier der Weg so ein bisschen. Da ist noch ein Schneeleopard. Oder Säbelzahn. Egal, auf jeden Fall, wir werden. Das ist doch ein Bär. Ja, ist doch. Oh, das sind Wölfe. Na? Vizekätzchen. Eissachen sind alle irgendwie ein bisschen härter. Hab ich das Gefühl. Eiswolf. Schneeding. Was haben wir hier? Hallo? Ist irgendwas, was mich auf mich böse sein? Warum ist Fackers hier? Gut gesehen. Verscheucht. Ihr wart ein guter Freund für mich. Was macht ihr hier? Wilkas hat gesagt, ihr seid der neue Kodlak. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ihr scheint ehrbar zu sein und das ist gut. Warum seid ihr hier? Ja, wo ist der Dunkelhelfen? Steht er da? Ich dachte immer, der neue Herold wäre größer. Okay. Wer bist du? Ihr seht schlimmer aus, als ich mich fühle. Was macht ihr alle hier? Ernsthaft jetzt, was macht ihr alle hier? Wir wollen eben schnell die Höhle hier, die hier vor uns liegen soll.
die vor uns liegen soll. Oder Kiefermondhöhle entdeckt. Okay. Vielleicht müssen wir irgendwas hier drin machen. Wer weiß. Wir müssen beides mal jetzt nach hier. So, wir stecken unser Schwert weg. Warum seid ihr hier? Das ist mich immer noch ein Rätsel. Oh, laufen wir. Seid ihr was an meinen Kunden noch? Ihr seid hier die Grabstätte am Gucken oder was? Ist die Grabstätte denn irgendwas Besonderes hier? Mein liebster Saufkumpel. Sag mal ein wenig. Was haben wir denn hier? Wollt ihr hier gerne, Doktor? Okay. Oh, welche war schon? So, wieder irgendwelche Feinde bei uns. Just look at that stunning view. Okay, ich mach mal eben. Kerzenschein. I wasn't looking at you, I was looking at. So, kann ich schon das können? Warum? Wer seid ihr denn überhaupt? Mann! Warum? Das ist ein bisschen Zeug hier, so eine Sicherheitsvorrichtung. Kann ich aber nichts mitmachen. Ihr habt euren Meister gefunden. Ich werde den Schnee mit eurem Blut färben. Look. Okay. Ich glaube, Ciri macht das schon. Wer seid ihr denn? Ach, und jetzt haben wir auch noch einen Bär wieder. Achso, der ist beschworen. Das Vieh. Ja, ich werde die durchsuchen, danke. Du musst mal schön dann schrennen. Das ist ein Scheiß. Eberz. Eisending brauchen wir nicht. Dolch brauchen wir nicht. Stahlhammer brauchen wir nicht. Zwergenbogen brauchen wir nicht. Bekleidung. Den brauchen wir nicht. Feldstiefel brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So, wie viel seid ihr denn? Okay. Wie er vor mir wegläuft. Hört ihr den? Alles klar, was war das? Alter, wie er wegläuft die ganze Zeit. Hoi. Na, willst du mal vor? Das nehmen wir mit. Yes, Backpain. Okay, nehmen wir einfach mal mit. Ja, das wollen wir nicht. Nein, natürlich, das wollen wir nicht sehen. Die sind hässlich. So. Gut, dann hier haben wir ein Grab, was wir noch erkunden können, wenn wir wollten. Wollen wir aber nicht, aber nehmen wir das Geld mit. Den Schwanz nehmen wir mal mit. So, gut. No, man nervt mich doch nicht. Ich bin doch verheiratet. Ich hab doch eine Frau. Mit der ich aber wie keine Kinder machen kann. Was ich mich komisch finde. Ah, da haben wir den Weg. Und da scheint auch wieder Gegner zu sein. Ich mach mal schnell speichern. Oh, seid ihr freundlich. Das kommt nicht in Frage. Nein, ihr seid natürlich nicht freundlich. So, okay, jetzt nichts dabei. Noch ein bisschen Met, ein paar Pfeile. Schlecht gelohnt. So, was haben wir noch? So, ein Lauch. Nein, fall doch nicht da runter. Hilfe, ich will eine Pfeile haben. Danke. So, wir sollen da reingehen, okay. Was haben wir denn auf der... Ach! So, ist tot. So, wir kochen uns mal ein Licht. Das soll ich das sehen. Honigmaid, wow. Machen wir alles nicht. Tränke nehmen wir mit. Aber brauchen wir nicht. Interesting. Ist hier noch irgendwas? Ein winziger Seelenstein. Ui. Ganz kleiner Seelenstein. So ein winzig, winziger Seelenstein. Der wollte zu uns. Das habe ich gesehen. So, sonst haben wir hier nichts mehr. Ne, okay, gehen wir jetzt hier rein.
und töten irgendeinen Anführer. So. Arme Ziege. Oh, die Gräber sind eingefroren. Trotzdem werde ich das Geld mitnehmen. Ach ne, sondern das ist jetzt ein echt langes Ding. Ach ne. Sag mal, das ist jetzt echt so ein langes Ding. Ist das echt hier so. Okay, wer hat das ausgelöst von euch? Ah, komm, wir gehen einfach rein. Wo ist sie? Wie wir alles das können, du bist schon tot, Mädchen. So. So, sie ist down. Ja, sie hört einfach auf sich. Wie sie uns einfach verarschen wollte. Hilfe. Oh, Geld. Jede Menge Pfeile. Was haben wir jetzt alles? Ein Fasan, wow. Können wir hier lang? Okay. Was war denn hier schönes? Ein leeres Skelett, wo unten ein Vulkanglas durch. Ui. Was schönes. So. Oh, das bist nur du. Ich dachte jetzt schon. Da waren wir. Wir mussten ja hier durch. Die haben auch schon gekillt. Das Geld mit dem. Ja, das bestätigte Buch wollte ich nicht mitnehmen. Scrollen. Ich brauche Wilder. Wisst ihr das? Stimmt, es sollte unbedingt die Mod für die verbesserte Führung hier machen. Oh, irgendwelche Zirkel. Okay. Gut, danke. Den Trank nehmen wir trotzdem mit. So. Okay, kann ich auch den annehmen. Alter, die machen richtig Schaden, WTF. Hallo? Wer ist da? Oh. Okay. Hat sie jetzt einen Elch gerufen oder was? Und ein Postradar-Typ, okay. Was sind wir hier? Nix, nix. Da haben wir was. Nehmen wir mit. Ein Buch, nehmen wir mit. Ist das schon alles? Ah, cool. Beides gleichzeitig getötet, sehr schön. Wenn was Besonderes hat, sind es nicht Schlüssel, hatte sie dabei, okay. Ein Buch, wow. Was haben wir hier? Ein Holzteller, wow. Gib mir nur nicht zu viel Spiel. Hier ist noch ein Trank. Ach, dammit. Ich will diese ganzen Bücher nicht mitnehmen. Und das verbrannte Buch. Der weg. Okay, leer. Ich denke, das wäre ein Trank. Aber hier haben wir noch was. Winziger, sehr schön. Müssen wir wahrscheinlich hier lang. Ah, hier müssen wir uns wahrscheinlich den Schlüssel dafür holen. Okay. Zum Glück ausgewichen. Wahrscheinlich löst ihr davon. Ach ja, ihr löst ja keine Falldinger mehr aus. Ist auch ganz cool eigentlich. Okay, jedenfalls löst sie doch aus. Du löst sie auch aus. Okay, gut. Ja, dann geh auch weiter, Ciri. Wer auf Damage zu sagen. So. Okay, noch nix. Schön, dass wir hier schon so viele umgelegt haben. Beziehungsweise meine Mädchen, dass das waren. Oh, oh. Auf jeden Fall einen einfacheren Weg. Wenn nicht. Okay, nur einfach nochmal und nochmal und zack. Bis die Kalimation funktioniert. Das war close. Ne, finde ich eigentlich nicht. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Was? Wird das gesagt? Yennefer, bitte. Hör auf, Leute zu reanimieren.
Ich habe jedes Mal eine scheiß Angst, dass einfach so ein dicker Typ mit dort steht. Mann! Und er sagt das auch noch, stimmt. Du verdammtes Arschloch. Fick dich. Eine beschädigte Bücher, okay, ist nix. Unfassbar, nicht. Okay, weiter geht's. Wir sind aber noch relativ gut in der Zeit, muss ich sagen. Hey, hätte ich das nicht erwartet. Da seht ihr, so geht auch die Zeit rum. Wir machen jetzt einfach nur ein paar Nebenmissionen und haben schon wieder eine Folge weg. Eine Stunde weg. Okay, ist das jetzt ein abgeschnittener Ort? Scheint so ein bisschen. Wir sind aber draußen, oder? Ja, wir befinden uns draußen. Okay, wir sind aber hier und da hinten ist... Hä? Warum haben wir das jetzt gemacht? So... War ja eigentlich unnötig, aber gut, egal. Naja, wir durften uns gegen Massengegner kämpfen. Vorhin hat es schon jemand gesehen, egal. Sind denn alle da? Aua. Arschloch. Siri ist da, Jennifer ist da, okay, alle sind da. Okay, was war das? Alter, die kriegt aber ganz Schaden. Was ist mit der Bitch los? Hilfe. Nee, falsche Seite. Ich brauch Heilung. Heilung. Okay. Alter, die eine, die will einfach nicht sterben, ne? Na, endlich ist sie tot. Und die krieg ich auch nix, wow. Was war da? Trank der Tarnung, Stahlpfeile. Gut, danke. Oh, 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 oh. Lass mich durch. Ich hab keine Ausdauer mehr. Da wurde ich gebrutzelt. Dammit. Na gut, dann nochmal. Mal komm, wir gehen einfach frontal rein. Aber diesmal Beteiligung direkt bitte, danke. So, nochmal speichern, zack. Das ist Ciri, kämpfe. Okay, wir laufen einfach mal hoch. Und mischen uns hier ein. Doch bei den Göttern, ey. Kannst du bitte sterben, Bitch? Lol, wie einfach reingeht und dann einfach stirbt. Oh, das ist ein Spaß. Mein Leben sieht nicht so nice aus. Oh, hi. Hallo, hört mal auf, mir alle weh zu tun. Ja, ich komme hier gar nicht mehr raus. Hab ich das Gefühl gerade. What? Was? Wie viele Gegner sind denn hier bitte? Ihr seht mich einfach nicht. What the fuck? Boah, da kämpfen nur die Skelette, ne? Ich krieg den ja wenigstens tot. Du bist tot. Oh, ich bin auch tot. Ja, da bin ich tot. Nice. Oh, es ist wieder so eine richtige AIDS-Stelle. Boah, nee. Ja, ja, ja. Triff mich ruhig. Ciao. Überlebe ich? Ich lebe noch. Ich bin aber so gut wie tot. Macht euch bereit zu sterben. What the fuck? Da fällt einfach so ein Typ auf mich. Hilfe, ey. Einfach nur Hilfe. Oh, da kann man Herz abbauen. Mit den vor. Oh, Hilfe. Kannst du bitte sterben, Skeletten?
Pass ein bisschen auf, ich versuche dir gerade den Arsch zu retten. Alter. Was macht die denn da, sagt sie. Aber warum konnte ich mich nicht mehr bewegen? Ich konnte mich einfach gar nicht mehr bewegen. Wie ihr seht, ich drehe mich um und ich konnte nicht mehr laufen. So nervig, aber immerhin speichere ich. Alter, ist das nervig. Okay, da ist diese komische Magierin. Die wahrscheinlich die ganze Zeit Viecher spawnen lässt. Wo ist sie? Ach, du bist meine. Du hast nichts für mich, okay. Wo ist die Olle denn? Da läuft die Olle hier. Genau, zieht ein Dolch gegen mich. So, wir haben sie down. Speichern wir nochmal. So. So, wir gewinnen langsam die Oberhand. Nehmen wir einfach ein Stück für Stück hier einfach was machen. Ich glaube, wir haben auch die. Ja, guck mal, jetzt sind sie wesentlich weniger an Leute da. Uiuiui. Meiner ist eigentlich mit dem einen Typen geworden, der mir nachgesprungen ist, ist der gestorben. Na, ja, danke. Oh, da. Das Geld, das ein Trank, das Stahlfeile. Danke. Okay. Salz, nett. So ist nett. Da haben wir auch noch einer, okay. So, wie müssen wir hier lang? Was ist denn hier? Ach, hier ist ein Turm. Auch gut. Heiltrank. Oh, okay, dann bringt eine Meistertür für uns. Okay, wir wissen wenigstens direkt, wo der Anfang ist. Na, okay. Ich muss mehr rüber. Haha, geschafft. Oh, hier geht's anscheinend. Hä? Ist sie bei uns? Ach, sie reden im Meeting gerade. Oh, er hat eh nichts dabei. Hat er doch was dabei. So. Wir speichern nochmal. Irgendjemand ist gerade gestorben. Okay, eigentlich solltest du tot sein, glaube ich, ne? Solltest du jetzt nicht irgendwie umkippen oder so? Ich meine ja nur. Machen mal also Leichen so. Was haben wir denn hier? Elfenpfeile. Ja, unten. Okay, was haben wir? Vergoldete Elfenrüstung. Okay, nehmen wir die mal mit. Das klingt nämlich interessant, eine vergoldete Elfenrüstung. Was haben wir hier? Ein ganzes Alchemielabor. Leichen hat sich verbessert. Sehr schön. Wir machen nochmal eben die Lichtkugel. Kerzenschein. Zim. Guck mal da. Jetzt schmisch ich diesen Trank zum Beispiel nicht mehr gesehen. Okay, jetzt kommt noch einer. Nehmen wir mit. War schön, dass er uns erst sieht, halt, nachdem wir uns diese Kugel, Lichtkugel immer gekauft haben. Ach da, der Boss ist gekommen. Obwohl er, guck mal, wie low er einfach ist. Im Verhältnis zu den Rest seiner Leute hier. So, ist auch erledigt. Wunderbar. Gold, Pfeile. Kann natürlich hier noch eben erkunden. Was haben die denn hier? Hexenende entdeckt, okay. Oh, ich glaube, hier war sogar irgendwann mal ein Auftrag. Der Vergift rum, okay. Ich glaube hier. Achso, hier muss man rein. Ja doch, hier ist irgendwann ein Auftrag, ich erinnere mich. Deswegen ist das wahrscheinlich alles so groß. Also eine richtige Quest ist ein Pimplig. Pimplig ist hier, machen wir eben, komm mal her. Okay, viele Pfeile.
Schön. Ja, unser Licht ist aus. Oh, eine große Truhe. Ja, nehmen wir alles mit. Das ist ein Trank. Wir nehmen jetzt Zeug, nehmen wir mit. Bücher, warum auch immer die jetzt da rumfliegen, nehmen wir mit. So, können wir leider nichts für das behalten. Warum nicht mitnehmen? Okay, hier ist noch ein Brief. Nehmen wir mal mit. Das ist noch ein Fläschchen. Feuerresistenz, also ich hatte mir schon durchsucht. So, die du warst der Big Boss, ich habe auch schon durchsucht gehabt. So, hier, verbanntes Buch, brauchen wir nicht. Irgendwie Schlafplätze, okay, Geberstellen. Hier sind wir oben. Ach, da warst du, okay, ach, dann sind wir hier durch, genau. Das können wir langsam mitnehmen. Das dann nehmen wir auch mit. Achso, hier sind wir gar nicht rein, oh, okay. Wo sind wir denn dann reingegangen gerade? Ach, wir sind hier runtergegangen, stimmt, wir sind hier runter. Haben uns hier mal umgeguckt, haben gesehen, okay, hier ist nix. Ist noch ein Trank, den nehme ich mit. Hä? Das war keine 60 Sekunden, du da hältst, Licht. Kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass das 60 Sekunden waren. So, wir könnten jetzt theoretisch in die Hexenschlucht da weitergehen, aber wollen wir nicht. Naja, wollen wir nicht. Oder? Ne. Ich bin schon ein bisschen noch nicht gerade. Nochmal. Tränke, jetzt habe ich schon den Becher mitgenommen. Hm, Käse, lecker. So, wir gucken uns erst noch hier oben um. Denn oben ist auch noch ein Typ hängen. Wann bist du gestorben? Ich habe gar nicht mitbekommen, dein Tod. Du warst wohl auch nicht wichtig oder stark oder so. Klingt zwar jetzt gemein und böse, aber hey, ist es die Wahrheit. So, was haben wir hier? Wow, ein beschädigtes Buch. Sehr unglaubliche Reichtümer sehe ich hier. Ach, ein Trank, wunderbar. Stahl, brauchen wir nicht. Was war das? Achso, nein, so ein Dings, so wie es scheint. Ein Schrott. So, was haben wir hier? Er hat sich einfach hingesetzt. Alles klar. Oh, alle meine Leute wurden umgebracht. Ich ignoriere das einfach mal. Ich bleibe auf hier sitzen. Vielleicht sehen sie mich nicht. Was war das jetzt von dir, Olle? Alter. Taugt die sich einfach dahin und denkt, oh, ja, ja. Ich lasse die alle mal kämpfen. Guck mal, wie ich selbst hier ist. Oder wollte das Kampf von Elch kommen? Muss nicht mehr von uns gewesen sein. Oh, der Entstand. Und natürlich ist der Entstand zu schwer für uns. So, haben wir denn noch was, das wir hier wegtun können oder wollen, sagen wir es mal so. Nee. Ich könnte das Vulkanglaszeug ablegen, theoretisch. Okay, Schild brauchen wir auch nicht, wenn ich alles bin. Essen. Können wir noch irgendwas ablegen. So, hier haben wir schon irgendwas, was Schrott ist. Den Krug zum Beispiel. Na, ja, sieht sonst sehr schlecht aus. Hat das gereicht? Das hat gereicht, wunderbar. Ah, natürlich schon wir jetzt hier eine Kiste. Achso, ist schon leer. Achso, hier waren wir schon, okay. Gut, da oben waren wir auch schon lang gegangen. Ja, dann haben wir jetzt. Da in dem Turm waren wir auch schon drin, ne? Genau. Mal eben noch gucken hier eben. Ups. Ist der Typ jetzt hier irgendwie gestorben, der mich hier verfolgt hatte? Ist ihm irgendwie nach oder so? Ist er wieder verreckt? Hm, schon mal nicht. Ach, hier war noch Erz. Na, ja, wenn ich das aber mitnehme, ist das. Ja, das nehmen wir mit. Kann. Ich muss schon was weglegen. Nehme ich irgendwie den Dolch oder so. Du kannst nicht mehr tragen. Okay, ist erschöpft, wir sind voll. Wir müssen es ablegen und wir legen jetzt einfach das Schild ab. So, zack. Scheiß drauf. So, haben wir dich schon gelootet? Dich. Oh, stimmt, da müssen wir uns ablegen können. Ach, guck mal, da sind auch noch ein paar Leutchen. Na hier. Bitches. Es geht ab. Ciao, Jennifer. Ciao, Sophia. Was haben wir denn hier noch?
Hier haben wir ein bisschen Nirnwurz. Oh, guck mal hier. Hier ist ein Eistroll gelandet. Interessant, wusste ich auch nicht. Dietrich, ja, Schriftrolle, Zaubertrank, noch ein Amulett. Sieh mal einen an. Da war ich mich eben hier umgucken wollte. Kann nützlich sein. Muss es aber nicht, ne? So, wo müssen wir jetzt hin? Hätte ich mal gewartet, hätte ich hier direkt alles abgeben können. Na egal. So, haben wir das auch erledigt. Freue ich mich. So, müssen wir rein. So, müssen wir hin. Müssen wir jetzt wieder zum selben Typen. Sieht ganz so aus, würde ich mir sagen. Nee, ach, wir müssen zum Jahr selber. Es gibt Berichte. Gut, euch an meiner Seite. Ich bin beeindruckt. Die Abgeschworenen machen für gewöhnlich kurzen Prozess mit Söldnern. Aber ihr habt euch um sie gekümmert. Hier ist eure Belohnung. Dankeschön. 1500 Geld kriegen wir für Rui. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich behandelt mein Volk gerecht. Ich würde Haus, euch dieselbe ein Haus. Behandlung zuteilen. Da habe ich schon ein Haus hier. Ist alles in Ordnung mit euch? Ihr seht aus, als würde euch gleich schlecht werden. Na, nö, alles gut. Ach ja, ich bin noch krank, stimmt ja. Ich bin immer noch krank, das kommt ja noch dazu. So, was haben wir denn alles für Krankheiten jetzt inzwischen? Ausdauer verringert und Waffenfetch. Kriegen wir dasselbe? Komischerweise. Ach ja, ich kann hier nicht schnell reißen drin. Dafür müssen wir leider erst hier rauslaufen. Wir laufen und laufen. Zack. So, dann gehen wir jetzt mal nach Weißlauf, würde ich sagen. Weg damit. So, Weißlauf. Zack. Erstmal Waffen, Sachen weglegen und heilen. Das ist eigentlich so meine Devise. Wir gehen uns erst heilen. Das Sortieren von den Sachen kann ich ja alleine machen. Das braucht hier nicht dabei sein. Wieder. Wäre ein bisschen doof. Würde ich mal sagen, oder? In the Land of Skyrim. Was, sie läuft nackt durch die Stadt? Sie läuft wirklich nackt durch die Stadt? Wo läufst du hin, Lydia? Wo machst du hin? Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Deine Bubis zu sehen macht uns doch echt. Ist echt auch anders. Bist du? Ach, du läufst auch noch hier rum. Ich gehe einfach nur ein bisschen spazieren, Schatz. Die beflaggte Meere wird wohl auch eine Weile ohne mich auskommen. Okay, sind ein Schatz die ganze Zeit. Warum? Ich bin verwirrt. Oh. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden. Oh. Was hast du denn so dabei, Dizzy? Das ist nämlich auch so ein neuer Follower. Ich habe mich auch in Zwischenzeit wieder ein paar Follower und dabei. Lass mich in Ruhe. Dazu getan. Ja, gut. Okay, was ist das für ein komisches Zeichen? Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Nun, habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Mann, ach, du bist das Stormy. Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden dabei. Ja, dich müsste ich wahrscheinlich wegschicken, ne? Bist du? Ihr sucht meinen Gatten Nazim? Seht ihr am besten im Hinterteil des Jahl nach. Dort kriecht er derzeit für gewöhnlich herum. Okay. Was sind wir hier? So. Wie geht es euch? Meine Gelenke tun weh, ich kann nichts essen und mein Kopf fühlt sich an wie ein Ofen. Mir ging es schon mal besser. Geduld. Der Körper braucht wie viele Tränke kannst du denn hier klauen, Alter? Schlafe ich immer noch nicht durch. Geduld. Der Körper braucht Zeit, um zu heilen. Ja, genau, der Körper braucht Zeit zum Heilen. So, sind jetzt hier. Wir wollen noch. Ja, ich laufe mir schon in Weißlauf, ey. Ich spiele einfach zu viele Spiele auf einmal. Aber ich will sie spielen, weil sie sind so toll. Ey, vor allem, ich bin jetzt von Tales of Berseria so geflasht inzwischen, ey. Das ist so richtig hart krass, ey.
Sag ich nur, Alter. So. Das ist ungefähr mein Eindruck von Tales of Berseria. Aber warum kann ich den Heiltrank, den ich hier habe, auch bei Essen drin? Das verstehe ich nicht so ganz. Wie viel habe ich davon? Schon mal interessieren. Warte da. Zwei Stück haben wir, okay. So einiges wert. Ah. Huh. So, sonstiges. Amethystbärenfell, Herzkandereien. Knochen. Knochen, aber die wollten eigentlich noch verbessern, die Sachen, ne? Stimmt eigentlich. So. Golderz, 45 Stück haben wir dabei. Alter. Kein Wunder, dass wir so überladen waren, ne? Soll ich mal sagen. So. So, alles weg hier. Zack, 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 zack. So. Schon noch ein paar Bücher dabei, die wir ablegen können. Zutaten. So, die kann ich ablegen. Schön, euch zu sehen, geliebter Schatz. Ja, hi. Was geht so ab? So, Zutaten. Leider kein D3-Herz gefunden. Schade eigentlich. Ach ja, die Riesenzähne. Wahrscheinlich bin ich dann, wenn ich den einen abgelegt habe, abgegeben habe, dann total voll. Mit dem Scheiß. Sehe es schon kommen. Zaubertränke. Ich habe zwar ein paar verbraucht, aber egal. War auch ein harter Kampf, muss man sagen. Weil dafür sollten wir es beim nächsten Mal, glaube ich, einfacher haben. Glaube ich zumindest. Schuftrollen, einen haben wir. So, Waffen. Ebenerzzeug tun wir hier reinschmeißen. Verzauberten Kram. So, das kann da rein. Der Dolch kann da rein. Das kann da rein. So. Gucken wir mal eben hier. Bekleidung. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Das nicht, das nicht. Was haben wir denn da? Beschwörung kosten wir auch eh nicht. Und noch das Schild. So, und hier Kleidung, Sturmmantelsachen, zack. Und wir sind leer, nice. Ich habe echt sehr viele Weiber hier im Haus. Alter, ich habe mein Haar im Ei. Wie redest du mit mir? Ja, mein Herz. Ja, hier ist eure Hälfte, mein 1400 Gold, nice. Danke. Ich werde hier sein, mein Herz. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Skyrim Special Edition wieder. Also, haut rein. Ciao, ciao.